Ja, moin Leute und willkommen bei Supreme Surf. Heute sind wir wieder beim Thema Skateboarding und heute machen wir uns an den ersten Flip-Trick, den Pop Shove It. Beim Pop Shove It ist es so, dass das Board eine 180-Grad-Drehung macht, der Körper dabei bleibt aber an Ort und Stelle. Fangen wir wieder mit der Position an. Beim Pop Shove It stelle ich meinen vorderen Fuß wieder, wie beim Ollie auch, zwischen der Mitte des Boards und den vorderen Schrauben aufs Brett. Nur, ich stelle ihn deutlich spitzer hin. Der vordere Fuß hat beim Pop Shove It die Aufgabe, dem Board Platz für die Rotation zu machen. Der hintere Fuß kommt dabei natürlich wieder aufs Tail, nur darf dieser jetzt auch so stehen, dass die Zehen das Tail überragen. Die Aufgabe des hinteren Fußes ist es nämlich, dass ihr das Board, das Tail, über den Boden hinter euch schleift. So sieht der Pop Shove It aus. Der Trick an dem ganzen Trick ist, dass ihr das Timing und die Kraft perfekt findet. Man muss sich immer ein bisschen rumprobieren, auch bei der Position des vorderen Fußes. Wie weit stelle ich ihn aufs Board? Wie spitz stelle ich ihn wirklich hin? Probiert euch da ein bisschen aus, das bringt sehr, sehr viel. Und ganz wichtig, Schultern parallel zum Board. Ja Leute, das war's auch schon wieder mit dem Pop Shove It. Jetzt heißt es für euch fleißig üben. Zeigt mir eure Skills. Solltet ihr Fragen haben, schreibt es gerne wieder in die Kommentare. Ich freue mich auf das nächste Video und wir sehen uns im Skatepark. Macht's gut!